Wir sind hier bei IMS Gear, einem international tätigen Unternehmen der Zahnrad- und Getriebetechnik. Als wir hier vor rund einem Jahr mit unserer Arbeit begonnen haben, war es der Unternehmensleitung wichtig, dass wir gemeinsam mit den Mitarbeitern vorhandene Potenziale in einem bereits hocheffizienten Umfeld identifizieren und auch nachhaltig umsetzen. Es ist sehr hilfreich, ja. Als gerade am Morgen, die Morgenrunde, habe ich die geballte Kompetenz halt vor Ort. Das heißt vom Service, sei es den Ingenieuren, sei es auch die Azubis, wo bei uns sind. Wenn man heute in diese Business Unit reingeht, ist A, das Bild der Business Unit, die sie abgibt, rein von der Sauberkeit, von der Organisation her, ein anderes, wie es vorher war. Was ich sehr gut fand, war, dass die BKP-Leute also sehr tief in der Produktion waren, sehr produktionsnah. Wir sehen einfach ein nachhaltiges Ergebnis. Das Shopfloor-Management, die Besprechungen werden nach wie vor sehr bewusst und auch intensiv wahrgenommen. Und wir sehen weiterhin ständig Verbesserungen. Das zeigt, dass es wirklich ein tragfähiges Konzept ist und das Projekt dann im Prinzip auch seine Wirkung gezeigt hat. Ja, der Umgang war angenehm, aber trotzdem bestimmt, von wegen, wie man sich da verbessern kann, auch dran zu bleiben, nicht aufzugeben. Jetzt gerade mit den Schichtbesprechungen, es war am Anfang für uns neu, natürlich für die Mitarbeiter auch. Ja, im Rahmen unserer IMS Gear Produktionsstrategie haben wir verschiedene strategische Initiativen, die uns bei der Zielerreichung unterstützen sollen. Dazu gehört unter anderem das Thema Lean Management, Lean Production. Hier haben wir uns auf verschiedene Handlungsfelder fokussiert. Eines davon ist das Thema Shopfloor Management und kennzahlenbasierte Führung am Shopfloor in der Produktion. Da wir bereits Erfahrung hatten in der Zusammenarbeit mit BKP aus einem anderen Projekt, bot sich hier einfach die Zusammenarbeit an, um in diesem Thema einfach gemeinsam an dieser Zielerreichung zu arbeiten. Gerade weil eben die nachhaltige Verhaltensänderung ein wichtiger Aspekt für den Erfolg von Shopfloor Management ist, ist es wichtig, dass wir als BKP auch hier in kollegiale Atmosphäre mit dem Mitarbeiter bei IMS Gear eben die Verhaltensänderung und das Feedback, die Nachbesprechung der Besprechung durchführen, um hier zu einem positiven Ergebnis zu kommen. Die Zusammenarbeit des Lean-Teams mit BKP und den Beratern von BKP würde ich als sehr gut beschreiben. Dass das Ziel, das wir uns gesetzt haben, gemeinsam sehr gut erreichbar war. Es war auch ein relativ kurzer Zeitraum. Man bringt aus dem eigenen Tagesgeschäft, hat man gar nicht die Zeit, sich konstant mit den Themen zu befassen. Und das Schöne war ja, BKP war direkt vor Ort. Unser Ziel ist es, durch das Projekt den Berater überflüssig zu machen. Wir wollen die operativen Führungskräfte befähigen, die Methode selbstständig weiterzuentwickeln, neuen Mitarbeitern zu vermitteln und auf neue Prozesse und Veränderungen in der Umgebung anzupassen. Wir haben gesehen, dass die BKP-Berater nicht nur fachlich kompetent sind, sondern sehr sozial kompetent sind auch. Und ich glaube, das ist mit am wichtigsten, dass sie mit der Mannschaft, die wir im Werk haben, ja, mit den Operatoren an der Maschine ein gutes Miteinander finden, sodass die Leute Vertrauen schöpfen und dann ihnen gegenüber auch offen sind und dann sich öffnen und ihre Ideen bringen und mitmachen an dem Projekt. Ja, weil ohne die Mitarbeiter schaffen wir es natürlich nicht. Deswegen ist das, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich bei BKP sehr schätzen gelernt habe.